the Baha'i really form the true litmus test. Eigentlich stellen die Baha'i den echten Freiheitstest im Iran dar, wo wirklich sich die Situation verbessern würde. Dr. Manocha. Well, good evening, and it's a pleasure to be Guten Abend, here in Zurich. In Zürich zu sein. Grateful, ich bin sehr dankbar. To John and to ich Christian bin John sehr dankbar und CSI für diese Gelegenheit sehr dankbar. To speak about the subject of the situation über das Thema die Situation der Baha'i im Iran sprechen the darf. Nature of the persecution that this community has been experiencing und auch die in the land Verfolgungssituation, welche diese Gemeinschaft im Iran erlebt, seit 1979, seit der Geburt des Staates, and the die Implikation, die Folgen dieser Verfolgung und die einzigartige Reaktion dieser Minderheit, religiösen Minderheit im Iran, auf diese Unterdrückung. It has experienced for these many, many während dieser ganzen Zeit, wo sie schon Verfolgung erleben. Und dieses Thema kommt nun zu einer Zeit auf, in the life of Iran, in die the, sehr bedeutend ist im Leben des Irans, development of the region der Entwicklung in general, der Region im Allgemeinen, as, there are opportunities now provided, da es jetzt Gelegenheiten for gibt, a, significant development in the political relations die politischen Beziehungen zwischen dem westlichen Welt und dem Iran bedeutend in this context, zu verändern, anzugehen. The situation, the particularly, challenging die besonders herausfordernde shall we put Situation, it, being experienced today by minorities welche in Minderheiten Iran, heute in fact, Iran erleben, the right the fundamental right to practice one's das freedom, fundamentale belief, Recht, seine Religion must auszuüben, not be, overshadowed, must not be darf forgotten, nicht überschattet werden, darf nicht vergessen despite, gehen. Or in light of all the political developments that are taking place today, von because all den politischen the bottom line Entwicklungen, die wir heute haben. Iran's record in these matters denn remains simply letztendlich appalling. Müssen wir sagen, and dass das Verhalten des Irans in diesen Themen plight of the Baha'i community today sehr kritisch ist. In Iran. Und ich möchte das nachher at the outset, noch I should say a couple of things. First of all, I am no expert in matters to do with zuerst Iran, möchte its ich politics, sagen, its ich history. Bin kein Experte für Politik I'm und just Geschichte someone who des Irans. Cares very deeply about the a country because aber das Land liegt it is the land where the Baha'i faith emerged. Unser Baha'i-Glaube and I am a Baha'i, Baha'i and ich in bin my Baha'i. Service, as you've heard, focus primarily on campaign, mein Dienst along with colleagues in many other countries, ist to vor raise allem awareness im Bereich dieser of the Kampagne ongoing situation und das Bewusstsein of the Baha'is in Iran. Zu erwecken so für die Situation der Baha'i. So what I know is really about that, and even that I'm not a particular expert. Und so, sogar dort würde ich mich nicht ein besonderer really Experte nennen. Also that these comments are tonight shared in my individual meine Ausführungen capacity. Heute Abend sind so in meiner individuellen Kapazität. Ich I'm not stelle heute the Baha'i faith nicht or the den Baha'i-Glauben Baha'i oder so die Baha'i-nationale say, Führung oder das von England heute that, da. Reservation, with that sort of qualification. Ich möchte diese Einschränkung zuvor noch anbringen. Personal comments and thoughts. Many of them elaborated in the context of discussions with colleagues. Viele meiner Gedanken kommen aus Diskussionen mit Kollegen. Und ich bin sehr dankbar für Ihren Input I think in mein it's Wissen. Also important to say at the outset, ich möchte that there are many, auch betonen many zu Beginn, in Iran who are suffering dass today. Es heute im Iran viele Menschen many gibt, die sehr leiden. Religious minorities, religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten, sprachliche Minderheiten, wenn ich an die schwulen Lesben-Szene denke, Menschenrechtsverteidiger, mutige Journalisten, Aktivisten für Frauenrechte, alle diese Menschen, viele von ihnen leiden sehr. However, die Baha'i their situation is unique. Aber die Situation der Baha'i ist einzigartig. Insofern, policy of persecution. Dass sie sich mit einer staatlich initiierten und geführten Verfolgung konfrontiert sehen. Was auch einzigartig ist, ist ihre Reaktion, die Art und Weise auf ein Programm mit eigentlich genozidaler Absicht. Eine der wenigen dokumentierten Fälle, wo eine Bevölkerungsgruppe in so einem Kontext has managed to peacefully
es geschafft hat, friedfertig such attempts to eliminate it sich diesen Versuchen zu widersetzen. In a particular nation. Now, the United Nations Special Rapporteur der Sonderberichterstatter der UNO, on freedom, religion and belief, Dr. Heiner Bielefeld, last year, called Iran's persecution hat die Verfolgung der Baha'i in Iran eine der extremsten Manifestationen von religiöser Intoleranz und Verfolgung in der heutigen Welt genannt. Andere nennen sie eine Kampagne von kultureller oder ideologischer Genozid oder auch verzögertem Genozid. Und anhand dieser Terminologie sehen Sie auch die Ernsthaftigkeit der Situation. Es ist wichtig zu bedenken, bevor wir hier weiterfahren, ist es seit dem Beginn der islamischen Revolution swept into power. The regime that stands today, das Regime, das heute an der Macht steht, the ideas, the beliefs that die Ideen, that die Glaubensvorstellungen, welche die Natur dieses Regimes definieren und das, den Charakter dieses Regimes, sind unmissverständlich theokratisch und religiös. It uses its power. Das Regime setzt seine Macht ein, um sozusagen den öffentlichen Platz in religiöser Hinsicht zu kontrollieren. Wer dort abschwenkt, wer andere Glaubensrichtungen hat, befindet sich in großer Gefahr. Their human rights are conditioned. Ihre Menschenrechte hängen davon ab, was sie glauben, was sie proklamieren mit ihren persönlichen Glauben, was sie in ihrem Gewissen für wahr erachten. Takes the process then of othering, the fact that you don't believe. Dieser Prozess kann man auch das Anderssein nennen. To the extreme. It is a man glaubt nicht, was die Mehrheit glaubt. Es ist eine Form von religiöser Apartheid, and wenn man so nennen will. It breeds fanaticism, Fanatismus, it breeds violence, Gewalt and in the case of the Baha'is entsteht in Iran, dadurch. Und im Fall der Baha'is im Iran this process has been enshrined in the very law wird of the dieser land. Prozess, dieser Ansatz they are in der eigentlichen Gesetzgebung des Landes festgehalten. Sie befinden no sich wörtlich, in the buchstablich, außerhalb des Gesetzes des Landes. Sie haben keinen Platz in der Verfassung des Landes und ihre Verfolgung entstammt dieser Tatsache. Sie sind sozusagen zu einem Volk ohne Staat, aber in einem Staat geworden. In Bezug auf staatliche Schutzrechte sind die Zielscheibe von Opposition von diesem Staat. Sie sind außerhalb des Universums der Moral, ethical and legal der obligations und der of the dominant majority population in Iran. Now, although other minorities around the world have sadly been subject to similar or even greater levels of persecution, ähnliche Verfolgung erleiden oder sogar earlier, noch the manner in which the Baha'is have responded to this campaign. Of genocidal, ist die Art und Weise, wie die Baha'is auf diese Verfolgungssituation, dieses Anderssein, dieses Ausgeschlossensein reagiert haben, war immer sehr konstruktiv und sehr friedfertig. Und das führt uns zu weiteren Überlegungen, welche ich heute Abend zumindest erwähnen möchte. So, how, for example, in the face of a coordinated campaign, wie zum Beispiel angesichts einer koordinierten Kampagne ihrer Gemeinschaft auszulöschen, konnten sie sich diesem Opfermentalität widersetzen, diese vermeiden? Wie konnten sie verhindern, dass diese Saat von Ablehnung, von Hass auf ihre Behandlung Fuß fassen kann in, ihrer individuellen in ihrem individuellen und kollektiven Bewusstsein? Wie und noch wichtiger,
warum konnten sie diese normale Reaktion, Verfolgung durch Konfrontation zu beantworten, politische Demonstrationen oder auch nicht gewalttätiger ziviler Ungehorsam oder andere Ansätze, wie konnten sie diesen widerstehen in dieser Situation? So, what I want to spend some time on in the second half of the presentation, having reviewed the nature and the scale of the persecution, nachdem wir die Natur und das Ausmaß der Verfolgung angeschaut haben, ist gewisse Elemente zu analysieren, have informed a particular understanding of the process and requirements of social change that is underpinned. Ihr Streben nach sozialem Wandel, da einen Beitrag zu leisten, ist eine Grundlage für Ihre Reaktion auf die Verfolgung. Und ich möchte hier einen Einblick schenken, wie religiöse Minderheiten angesichts der bittersten Verfolgung ihre Integrität bewahren können. Und vielleicht wird das ein hilfreicher Beitrag sein, nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit oder auch sogar, welche Rolle Religion innehaben kann im Nahen Osten, vor allem angesichts der heutigen Veränderungen. Von meinem Hintergrund her, oder vom Hintergrund her, die Bahá'í-Religion wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch Baha'u'llah im Iran gegründet. By the name Mirza Hussein Ali, er wurde unter dem Namen Mirza Hussein Ali geboren. He claimed to be the divine messenger for this age. Er behauptete von sich, der göttliche Botschafter zu sein für dieses Erreichen der Reife. Es gibt nur einen Gott. Und die Religion ist eine Art Phase in der Entwicklung der Menschheit in Richtung Reife. Universelle Bildung, Gleichheit von Männern und Frauen, die Eliminierung von verschiedenen Formen von Vorurteilen. Die wichtigen Lehren sind Einheit und Gerechtigkeit im Kontext der wachsenden globalen Zusammenhänge. Der Bahá'í-Glaube ist einer der diversesten, weltlich verteilten und ständig wachsenden Gemeinschaft von Menschen, religiös oder auch sonst, auf dem heutigen Planeten. Es gibt etwa 2100 unterschiedliche ethnische Stammesgruppen oder Rassengruppen. Die Bahá'ís kommen aus jedem Hintergrund und auch aus nicht-religiösem Hintergrund. Der Glaube hat keine Geistlichkeit, Ordnung, Hierarchie, sondern es sind gewählte Räte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Und der Hauptzweck dieser Gremien ist es, die Energien der Bahá'ís zu kanalisieren und sie einzusetzen für das allgemeine Wohlergehen und für die sozialen Angelegenheiten der Bahá'í-Gemeinschaft. Es gibt aber auf keine Art und Weise eine politische Agenda in den Tätigkeiten dieser Gremien. Sie engagieren sich nicht in partisanischer politischer Aktivität, sondern sie setzen sich für die Verbesserung der Gesellschaft ein. Keine Tätigkeiten, Aktivitäten, die zu Spaltungen führen könnten, die eine Regierung umwerfen könnten. Trotz dieser friedfertigen Lehren und Verpflichtungen der Gemeinschaft, um sich fürs allgemeine Wohl einzusetzen, wurde der Bahá'í-Glaube seit jeher zutiefst verfolgt und unterdrückt, und zwar von der Einführung der Religion her. Man könnte sagen, dass der Bahá'í-Glaube eigentlich in einer Blutorgie geboren worden ist.
Und es gibt schriftliche Berichte von europäischen Zeitzeugen, dass die Menschen zu Tode gesteinigt wurden, ihre Zähne wurden ausgerissen, Augen ausgelöscht. Sie wurden gezwungen, amputierte Teile ihres eigenen Leibes zu essen. Sie mussten mit brennenden Kerzen in ihrem Fleisch herumlaufen, in Ketten geführt. Das sind einige der Foltermethoden, welchen sie in den Frühzeiten bereits schon unterlagen. Und zwar von den religiösen und politischen Autoritäten im Iran. Diese Verfolgung setzte sich dann fort im 20. Jahrhundert, meistens zu Zeiten vor allem, wenn Regierungen Unterstützung benötigten von der islamischen Führerschaft des Landes. Also das Muster war eine niederschwellige Schikanierung, die war konsistent. Soziale Ausgrenzung, juristischer Ausschluss, aber immer wieder auch Wellen von spontanen Gewaltausbrüchen, wo Baha'is umgebracht wurden. Die Etablierung des Pahlavi-Regimes 1927 sah, dass dieses Muster zunehmend von der zentralen Regierung geführt und initiiert wurde. Also die Diskriminierung wurde zunehmend organisiert. Und zwar als Zugeständnis gegenüber der islamischen Geistlichkeit. Ihre Schulen wurden geschlossen, ihre Literatur wurde verbannt, ihre Ehen wurden kriminalisiert, sie durften keine öffentlichen Arbeitsstellen mehr haben, ihr Besitz wurde konfisziert, Massenausschreitungen, Mord und Vergewaltigungen wurden ermutigt. Ein starker Kontrast zum Bild 1979, als die Islamische Republik etabliert wurde. Da war die Eliminierung der Baha'i-Gemeinschaft nicht nur initiiert, sondern wurde auch vom Staat finanziert. Es wurde zum ideologischen Ziel des eigentlichen Regimes. Die Baha'is leben überall im Iran, nicht nur lokal in einer bestimmten Stadt. Sie kommen aus jeder Klasse, jeder religiösen Hintergrund, aus jedem Ort. Baha'is sind Iran. Und die Verfolgung kommt von der Geburt bis zum Friedhof. Die Kinder werden in der Schule bereits schikaniert. Raids on Baha'i homes or homes where Baha'is reside. Ausschreitungen betreffen auch die älteren Menschen, die Rentner in ihren Wohnungen. Baha'is werden umgebracht, sie verschwinden, sie werden gefoltert, ihre Gräber werden entweiht, sie verlieren ihre Arbeitsstellen, ihre Geschäfte, Lizenzen werden zurückgezogen. Anträge für Pässe werden verweigert. Sie haben keinen Zugang zu höherer Bildung. Friedhöfe, heilige Orte werden zerstört. Durch Bulldozer werden sie niedergemacht. Ihre Administration wird völlig zerstört. Also eine Verfolgung in seiner ganzen Bandbreite, von oben nach unten, von Norden nach Süden, von Ost nach Westen, im ganzen Land. Als die Verfassung der Republik 1979 erstellt wurde, wurden gewisse Rechte für religiöse Minderheiten zitiert und geschützt, und zwar gegenüber den Christen, den Juden und den Zoroastriern. Hier wurden die Baha'i aber nicht erwähnt, die größte religiöse Minderheit. Eigentlich größer als die anderen drei zusammengenommen. In juristischer Hinsicht bedeutet das was? Es bedeutet, sie sind ungewollt, persona non grata, sie haben keine Rechte. Sie können angegriffen und verfolgt werden, und zwar ohne gestraft zu werden. Ein Großteil der heutigen iranischen Rechtsführung ist so formuliert, dass die fundamentalen Menschenrechte
davon abhängen, dass man Teil ist einer dieser vier Glaubensrichtungen. So nowhere will it say the Baha'is. Es heißt nirgendwo, dass die Baha'is keine Anrechte haben. Aber es wird gesagt, dass all diese Rechte stehen den in der Verfassung Erwähnten zu. Da die Baha'is nicht erwähnt sind, haben sie keine Rechte. Reading of the Constitution. I think time doesn't permit us to go into a full legal examination. Und die Zeit erlaubt uns hier nicht, dies juristisch wirklich zu analysieren. Ich möchte es zusammenfassen. What is also very evident is the practice. Was auch offensichtlich ist, over the years since 1979, ist die Praxis der Gerichte seit 1979. Have consistently denied wurden Baha'is das Recht auf Gerechtigkeit, auf Berufung, Schutz gegen Mord, gegen Besitzkonfiszierung, sich zu wehren. Iraner, welche solche Tätigkeiten begehen, werden nicht bestraft, denn die Baha'is sind die ungeschützten Ungläubigen, sie sind die Irrlehrer. Ihr Blut darf ungestraft vergossen werden. Und dies wird schriftlich in den Rechtsprechungen festgehalten. Heutzutage wird es nicht mehr sehen, denn den Baha'is werden die Rechtsprechungen nicht mehr schriftlich ausgeteilt, damit sie dann später auch nicht gegen die Regierung verwendet werden können. So haben wir heute im Iran eine seltsame Situation. Die Gesetze, die Praktiken, die von der Regierung initiiert wurden, demonstrieren eigentlich eine unvereinbare Spannung. Einerseits am Gesetz festzuhalten, aber andererseits die Absicht, die Baha'i-Mitglieder zu eliminieren und sie von einem Nachfolgen der Baha'i-Religion zu entmutigen. In dieser Situation kann die Regierung behaupten, dass sie das Gesetz aufrechterhalten, aber eigentlich ist dieses Recht, diese Gesetzgebung fundamental diskriminierend gegenüber den Baha'is und wurde zu diesem Ziel auch so verfasst. Now, in the years immediately following the establishment of the in den Jahren direkt nach der Entstehung der Islamischen Republik wurden etwa 200 Baha'is exekutiert. Viele Menschenrechtsverletzungen fanden damals statt. What then happened was through the efforts of Baha'i communities around the world. Durch das Bemühen der Baha'i-Gemeinschaften weltweit wurde ihre Situation bekannt gemacht, und zwar vor Regierungen, vor Behörden, vor Organisationen, Medien. Und wie viele von euch wissen, gab es einen Aufschrei. Es kulminierte 1985 mit der ersten Resolution, die von der General Assembly. 1985 gab es die erste Resolution in der Hauptversammlung der UNO, wo der Iran dafür zurechtgewiesen wurde. Die Baha'is haben versucht, im Iran Gerechtigkeit zu suchen, es wurde ihnen verweigert. Die Alternative ist, sich im internationalen Rahmen an die Gremien zu wenden, um Gerechtigkeit zu suchen. Und das haben sie durch die Baha'i-Führungsgremien weltweit, aber auch unter anderem in der UNO in Genf versucht. Das hat insofern funktioniert, dass diese volle Verfolgungsdimension bekannt wurde, aber auch sich intensiviert hat. Bis Ende der 80er Jahren sind die Hinrichtungen deutlich zurückgegangen. Was ist anstelle dessen geschehen? Es gab eine Art Wandel, einen Wechsel, ein taktisches Wiedererwägen. Sie sozial, kulturell, wirtschaftlich still hinter der Bühne
zu ersticken, mit derselben Absicht, mit demselben Zweck, mit demselben Ziel. Und dieses Motiv wurde klar illustriert, als ein Memorandum 1993 bekannt wurde. Und dieses wurde von der iranischen Revolution, vom iranischen Revolutionsrat unterzeichnet, von Ayatollah Ali Khamenei. Und dort ging es darum, die Baha'i-Frage zu lösen. Und dieses Dokument ist bis heute die gültige Politik der iranischen Regierung gegenüber den Baha'i-Bürgern und wurde nicht zurückgerufen. In diesem Dokument wird danach aufgerufen, ihre Entwicklung, ihren Fortschritt zu blockieren. Gewisse oberflächliche Veränderungen wurden schon eingeführt, um den internationalen Aufschrei zu besänftigen. Aber wenn man weiterliest im Dokument, kommt man auf sehr erschreckende Aussagen, zum Beispiel diese. Baha'is dürfen die Mittel für alltägliches Leben im Einklang mit den generellen Rechten wie jeder iranische Staatsbürger genießen, aber nur insofern, dass es sie nicht dazu ermutigt, ein Baha'i zu sein. Es geht dann weiter, dass alle Baha'is von den Universitäten ausgeschlossen sein sollen, dass sie keine einflussreichen Positionen innehaben dürfen, wenn sie sich als Baha'i zu erkennen geben, keine Arbeitsstellen haben sollen. Und bedrohlicherweise sagt das Memorandum sogar, dass ein Plan entwickelt werden muss, um die kulturellen Wurzeln der Baha'is außerhalb des Landes zu zerstören. Also der Iran möchte eigentlich außerhalb seiner Grenzen den Baha'i-Glauben auslöschen. Und das zeigt, inwiefern die Regierung die Baha'i wirklich hasst und ablehnt. So this policy of quiet, diese Politik also des stillen Erstickens und Unterdrückens der Baha'i-Gemeinschaft setzt sich bis heute fort. Indeed, since 2005, one could seit 2005 say this haben sich diese Bemühungen sadly, sogar intensiviert. The more overt physical manifestations of the persecution in terms of the rising number of violent attacks against und die Zahlen der gewalttätigen Übergriffe nehmen zu und werden klar dokumentiert. Und sie zeigen einen Trend. We've seen a dramatic surge in the number of Baha'is arrested and detained. Eine deutliche Zunahme in der Anzahl der verhafteten Baha'is. 2004 waren nur 4 Personen im Gefängnis. Heute sind es 136. In August 2010 im August 2010 wurden 320 Baha'is verhaftet und 48 ins Gefängnis geworfen. Heute sind es 731, die verhaftet worden sind, und etwa 136 im Gefängnis. Und mehr als 550 von ihnen sind plötzlich freigelassen worden, aber erwarten ihre Rechtsstrafen. 2008 wurden die 7 Mitglieder des informellen Führungsgremiums der Baha'i im Iran, der Yaran, jeder dieser 7 wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Wirtschaftliche Restriktionen werden voll implementiert. Eine weitführende Medienkampagne führt wirklich, wiegelt auf und hetzt auf zu Hass gegenüber ihnen. Aufrührerische Terminologie wird verwendet, falsche Anschuldigen. Es erinnert sehr an die früheren staatsfinanzierten antireligiösen Kampagnen der Vergangenheit im Iran. Seither, und das ist sehr beängstigend, werden die Bemühungen intensiviert, um die Bürger zu kontrollieren und zu überwachen. And in recent months, und in den letzten Monaten gerade müssen wir traurigerweise berichten, dass es zwei
Ereignisse gegeben hat. Religiös motivierte Morde. Im letzten August gab es einen solchen Fall und der Versuch, vor 2 Monaten in Birjan drei Personen umzubringen. Beide Vorfälle zeigen eine zunehmende Aufhetze der einheimischen Bevölkerung gegen die Baha'is. Now, we also are probably aware that in recent months since the election of President Hassan Rouhani, wir sind uns wahrscheinlich alle bewusst, dass seit der Wahl des Präsidenten Rouhanis, statements by the president to the effect that Iran seeks to improve. Zeichen gegeben, dass der Iran versucht, die Anrechte seiner Bürger zu verbessern. Ensure that the citizens of Iran have sicherzustellen, dass die Bürger Irans die Menschenrechte zugestanden bekommen. Aber die Fakten erzählen eine andere Geschichte, wenn wir die Minderheiten untersuchen und das betrifft große Teile der Bevölkerung. President Rouhani released a draft charter of citizens' Im letzten November hatte Präsident Rouhani eine Charta on the presidential website. Auf die Website gestellt. Der Bürgerrechte im Iran hat damit versucht zu zeigen, dass der Iran sich wirklich verpflichtet fühlt, nun die Menschenrechte für alle Bürger aufrechtzuerhalten. Aber es ist beschränkt auf die Mitglieder der himmlischen Religionen und die Baha'is befinden sich außerhalb dieser Definition. Die Tatsachen am Boden sprechen von einem methodischen Menschenrechtsverletzung gegenüber den Baha'is, zunehmende Verhaftungen, die soziale Diskriminierung. Sie werden nicht erwähnt in dieser Charta. Keine Gefangenen werden von Baha'i-Seite freigelassen. Ayatollah Khamenei prohibiting Muslims from associating with Baha'is. Khamenei hat sogar neu initiiert oder neu eingesetzt, dass Muslime keinen Kontakt zu Baha'is haben dürfen. Versuche weiter, sie zu bekämpfen, zu bedrängen. Now, you may ask, what is the rationale? Sie fragen sich vielleicht, was sind die Gründe für diese Verfolgung? Why this wide-ranging, ongoing, bitter? Warum diese fortgesetzte bittere Verfolgung? Well, the Iranian government has at various times, when asked, stated that there is no persecution going on. Die iranische Regierung hat immer wieder von sich gegeben, dass die Baha'is nicht verfolgt werden, dass sie volle Rechte genießen im Iran. However, if they are forced to admit there's an issue, aber wenn sie eingestehen müssen, the Baha'is are not being persecuted for their beliefs. Würden sie sagen, nein, sie werden nicht für ihren Glauben verfolgt, sondern nur imprisoned. Nur verhaftet, hingerichtet, weil sie sich in krimineller Aktivität engagieren. Was ist eine kriminelle Tätigkeit? Eine subversive Tätigkeit. Wieso subversiv? Ja, der Baha'i-Glaube ist keine Religion, es ist eine gefährliche Sekte, eine gefährliche politische Bewegung, alliiert mit internationalen Mächten. Manchmal werden sie sagen, sie sind britisch, sie sind amerikanisch, vielleicht sogar russisch, Sowjet. Oftmals werden sie mit dem zionistischen Regime liiert. Alles Gründe, um die Verfolgung zu rechtfertigen. Sie werden als die Feinde des Islams, die Feinde vom Innern her angesehen. Aber in Wahrheit ist der Baha'i-Glaube ein Glaube, der den Islam akzeptiert, den Propheten Mohammed anbetet. Der Koran wird als heiliges Buch mit dem Wort des Wort Gottes angesehen. Diese Anschuldigungen sind also nicht die Wahrheit. Und es wird sehr deutlich, wenn alles, was ein Baha'i tun muss, um eine Hinrichtung zu vermeiden, seine Arbeitsstelle wieder zu bekommen, Zugang zur Bildung zu haben, die Hand des Folterers zu stoppen,
and profess allegiance ist zu sagen, dass er Muslim wird. Das and reicht. The only charge that was und die einzige Klage, die vorgebracht werden kann, against, by the prosecutor in the case of the former members im Falle dieser of the Yaran, was that of tending Mitglieder, die da verhaftet wurden, des Gremiums, and social needs war, dass sie sich um die geistlichen Bedürfnisse der Bahá'í-Gemeinschaft gekümmert hatten. Das war die einzige Anklage, die man gegen sie führen konnte. Was religious. Wieder zeigt, dass die Grundlage dieser Verfolgung religiös orientiert ist. Here? Aber wieso? Was liegt dem zugrunde? The emergence of a post-Islamic die post-islamische Religion, die post-koranische Religion ist von gewissen Teilen der schiitischen Führerschaft, wird als theologisch ein Gräuel angesehen, unakzeptabel, eine konstante Bedrohung. Denn damit wird erklärt, dass die Phase des Islams zu Ende ist und nun ist eine neue Phase. Und das ist natürlich eine Bedrohung nicht nur für unsere Logik, für unsere religiöse Auffassung, sondern bedroht auch unseren Stand im Herzen dieser religiösen Ordnung, unser Ruf, unsere Rechte. All dies wird durch diese Aussage oder Behauptung bedroht. Wenn dieses System angegriffen, herausgefordert wird, dann können wir uns nirgendwohin mehr wenden. Daher halten wir daran fest. Und darum müssen wir sicherstellen, dass diese Bedrohung überwunden wird. Modernizing, revolutionizing, radical, und diese modernisierenden Lehren des Bahá'í-Glaubens, Gleichheit von Männern und Frauen, es braucht keine geistliche Ordnung mehr, also keine Geistlichkeiten mehr in hierarchischer Ordnung. Attachment to teachings that certain groups within the Shiite Orthodox establishment would wish to preserve at all costs. Alles Punkte, so, die die schiitische Geistlichkeit zu jedem Preis gerne bewahren möchte. Of violence against Baha'is, through systematic attempts to discredit the history and die Geschichte und die Lehren der Baha'i-Religion werden also systematisch diskreditiert, its members, verneint, by cultivating a climate of indifference, in ein Klima der Gleichgültigkeit in der restlichen Bevölkerung wird gefördert, dass es keine Unterstützung in der breiteren Bevölkerung für sie gibt. Have been, left on the margins, all dies führt dazu, dass die Baha'is in der Peripherie bleiben, ausgegrenzt bleiben und zu einer einfachen Zielscheibe werden für diejenigen, die kaum etwas wissen über die Geschichte der Baha'is und über die Lehre der Baha'is. Denn wenn sie es wüssten, dann würden sie die Baha'is in Schutz nehmen und sich für sie einsetzen. Now, having attempted to outline some of the history of the persecution of the Baha'is, nachdem ich etwas über die Geschichte der Baha'is erzählt habe und die Gründe, weshalb es zu dieser Verfolgung kommt, möchte ich etwas über die Reaktion, die Antwort der Baha'is auf diese Verfolgungsmuster sagen. Und ich kann das nur tun, wenn ich einige der Prinzipien des Baha'i-Glaubens erwähne. Und es geht hier nicht darum, dies ausschließend oder abschließend zu erklären. Professor Michael Carlberg hat hier viele hier sehr gearbeitet, viele Schriften verfasst. Thought very deeply about this and has articulated a very interesting und hat einen sehr interessanten Ansatz geliefert, ein Verständnis geliefert, approach to social change über wie
die Baha'is nach sozialem Wandel streben und wie dies ihre Situation und ihre Reaktion auf Verfolgung im Iran entscheidet oder bestimmt. Needs to be understood as stemming from a conception of religion itself as a source of vision and principles. Religion ist eine Quelle für Werte, Prinzipien zusammen mit der Wissenschaft verbunden. To view religion as a welter of competing sects and denominations, each with their own set of personal beliefs, particular customs and Religion wird als ein Chaos von verschiedenen Richtungen angeschaut. Reading of the phenomenon. Religion can also be understood as a continually evolving, aber Religion kann auch verstanden werden als ein System, das sich fortlaufend entwickelt. Die geistliche Erfahrung der Menschheit beinhaltet. Einige Wahrheiten bleiben ewig gültig, andere beziehen sich mehr auf spezifische historische Kontexte und können erneuert werden mit fortschreitender Zivilisation. As the human race in the Baha'i view is a single species, so too is the instrumentality by which God cultivates our minds and hearts. And in the Baha'i view, this is part of one unfolding process. Indeed, the founders of the world's great religions can be regarded as die Gründer der weltlichen Religionen können als große Reformer angesehen werden. And responsibilities as part of a process that is not simply repetitive but progressive. Als Teil eines Prozesses, der sich wiederholt, der nicht too nur progressiv ist. About religion carry with them notions of division, zu oft strife wird and Religion mit creating a reluctance Elementen verbunden to turn to it as a source für Spaltung, in addition to belief, für Abtrennung. Even among those who question the adequacy of entirely materialistic approaches. Aber bei den Baha'is wird the Baha'i writings proclaim that all men have been created to carry forward an ever-advancing civilization, and that the aim of every religion is to effect a transformation in the whole character wird gesehen, of mankind, dass das Ziel von jeder Religion eigentlich dazu da ist, um eine Transformation herbeizuführen. So inspired and informed by this inspiriert von dieser religion is understood Vision as a wird die Religion als eine transformative Kraft angesehen zur Verbesserung der Gesellschaft, zum Erreichen dieses sozialen Wandels. Now the Baha'i understanding of religion, das Verständnis der Baha'i von Religion evolving, civilizing process, als ein sich fortsetzender Zivilisierungsprozess gründet sich in einem breiteren Verständnis conception of the course and direction of human history itself, welche mit der menschlichen Geschichte zusammenhängt. Die Menschheit erreicht die krönende Phase eines Millennium-Prozesses und ist eigentlich der Schritt von der kollektiven Kindheit zur Reife, wo die Einheit der Menschheit eben das organisierende Prinzip der menschlichen Angelegenheiten wird. Ähnlich wie ein Individuum, das die Teenagerphase durchmacht, wo sich seine Fähigkeiten erweisen, so ist auch die Menschheit als ein Ganzes befindet sich in dieser Transformation, in dieser Phase, Übergangsphase. Die Menschheit ringt mit dem Reifwerden. Und das wird, dieser Prozess wird sich über viele Generationen fortdauern. Und so ist der Ansatz der Baha'is für den sozialen Wandel und damit auch ihre Reaktion auf Verfolgung hängt mit dieser langfristigen Perspektive zusammen. Und führt zu ihrer Haltung des Durchhaltens, des Glaubens und der Geduld. Now, for the Baha'is, unity is not just only this goal, this objective. Für die Baha'is ist Einheit nicht nur dieses Ziel, it's also the power and the means, sondern auch die Macht, durch welche die Möglichkeit, durch welche sie diese fundamentale Veränderung herbeiführen möchten. Progressively realized. So, the principle of the oneness of humankind, das Prinzip der Einheit der Menschheit ist ein Prinzip, ist ein Wert, soll alle Aspekte des Lebens miteinander verbinden. It is not, I should say, merely
Es geht nicht nur um den Ausdruck eines guten Willens, eines noblen, einer noblen Absicht, eines warmen Gefühls, sondern es geht ums Ganze. Das muss sich niederschlagen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Familien. Es wird ausgelebt in unserer Beziehung zu unserer natürlichen Welt, zur wirtschaftlichen Entwicklung des Planeten und auch zur ökologischen Entwicklung. Es geht nicht nur darum, dass wir friedfertig miteinander leben und unsere Handlungen nur im Zusammenhang mit dem Wohlergehen des anderen ansehen, und einen Beitrag zu leisten für das breitere Glücklichsein, sondern es hat auch tiefergreifende Auswirkungen zwischen Klassen, zwischen Nationen, zwischen Rassen, zwischen Religionen. Auch hier will es einen Beitrag leisten. Es betrifft die externen Bedingungen unseres Daseins wie auch der inneren Bedingungen. Es verlangt nach einer organischen Veränderung, Wandel in unserer innersten Struktur. Und die Vision definiert die Reaktion der Baha'is, dieses Streben nach sozialem Wandel. Das Ziel, das verfolgt wird, und die Mittel, mit welchen das Ziel verfolgt wird, müssen in Einklang gebracht werden und diesem Ziel unterordnet. Ein edles Ziel kann und soll nicht durch unwürdige Maßnahmen erreicht werden oder verfolgt werden. In allem, was die Baha'is tun und danach streben, können sie sich nicht Maßnahmen oder Denkweisen hingeben, yet engage in activities and efforts in another context, which to whatever und sich in Themen oder auf Arten und Weisen engagieren, die eine andere Wertehaltung und Prinzipien darstellen würden, zum Beispiel eben gewalttätige Reaktionen. So, the upshot of all of this is that instead of responding to persecution, zusammenfassend gesagt, anstatt auf Verfolgung durch Opposition zu regieren, egal auf welche Art und Weise, sei dies durch Konfrontation, durch sich Widersetzen auf gewalttätige Art, sie wählen einen anderen Weg. Politische Opposition, Protest ist keine Option für sie. Aber auch gewaltloser, ziviler Ungehorsam ist auch keine Option für sie. Not on the one hand equally to succumb in resignation. Es geht nicht darum, resigniert zu werden, glory in being a victim, die Opferrolle zu verherrlichen, not to take on, aber auch nicht the characteristics of die Eigenschaften des Unterdrückers selbst sich anzueignen. Weder das eine noch das andere. The Baha'i approach, then, in light of der Baha'i-Ansatz ist also, geführt durch die Prinzipien und Werte seines Glaubens, ist es, Reaktionen zu entwickeln, welche sich darauf fokussieren, was einen bleibenden Wandel herbeiführen kann, geistlich und materiell gesehen. Wie kann man die Herzen wiederbeleben, die Denkweisen, das Verhalten, ein Modell zu entwickeln des Seins, ein Muster für Handeln, für sich Verhalten, für Beziehungen zu leben, eine praktische Art zu leben, welche andere auch anzieht, andere inspiriert und zu diesem Verbesserung der Gesellschaft führt. Auch unter den schwierigsten Umständen wie im Iran gibt es einen anderen Weg.
Now integral to this approach to social change und zugrunde liegend hier auf diese, in Hinsicht auf diesen sozialen Wandel ist, dass gewisse Konzepte neu überdacht werden. Zum Beispiel das Konzept der Macht. Macht wird traditionell angesehen als Mittel zur Kontrolle, zur Dominierung. Accompanying notions of contest and superiority and division and contention. Wo das übergeordnete Sein von einer Seite gerechtfertigt wird. In the least about the operation of power. Ohne naiv zu sein über das Konzept von Macht und die Funktionsweise, tapping into, releasing, channeling, geht es doch darum, dies anzuzapfen und die Macht von Einheit, die Macht von Liebe, von des menschlichen Geistes freizusetzen, zu verwenden. Macht ist also nicht eine endliche, ein endliches Produkt, das gepackt und eifersüchtig bewacht und geschützt werden muss, verteidigt werden muss, sondern es ist eine endlose, eine ewige Quelle, die uns zur Verfügung steht und so positiv eingesetzt werden kann. Now, it would be useful to think about how the Baha'is in Iran have themselves. Es wird praktisch sein, sich zu überlegen, drawn on these ideals. Wie die Baha'i selbst diese Vision einsetzen konnten, daraus Kraft schöpfen konnten, in ihrem eigenen Beitrag für ihr Land, ihre eigenen Versuche, Opposition und Verfolgung zu widerstehen, diese zu überwinden über viele, viele Jahrzehnte. Given it is the oldest Baha'i community in the world, given that die Gemeinschaft im Iran ist die älteste Baha'i Gemeinschaft, wurde war lange auch die größte Baha'i community in the world rather, it provides a unique glimpse, gibt es einen einzigartigen Einblick into the efficacy of a distinctively non-oppositional approach von einer klar gewaltlosen take the field of education, Bemühen für sozialen Wandel, zum Beispiel im Bereich der Bildung. Individual Baha'is established a few modern schools in rural villages. In den 70er Jahren haben Baha'is moderne Schulen eingerichtet. In the late 1980s, 1870er, Entschuldigung. The Tabayat School of Tehran. In den späten 1890er Jahren and wurde das die Tabayat-Schule in Teheran eröffnet. Und die Zahlen multiplizierten sich durch das ganze Land. But for all citizens und sie boten Bildung nicht nur für die Baha'i, sondern für alle Bürger des Landes. But they were also among the best sie waren akademisch mit die Besten. For instance, in a 1913 government examination, während einer Staatsprüfung 1913 haben 30 der 33 Studenten der Tabayat-Schule das Examen bestanden, während nur 10 der anderen 300 Studenten aus anderen Institutionen im Iran bestehen konnten. Der Gleichheit von Männern und Frauen verpflichtet, haben die Baha'is auch die erste Schule für Mädchen im Iran eröffnet, offen für die Menschen aller Glaubenshintergründe. Diese Schulen wurden später dann von der Regierung geschlossen, aber schon da wurde die erste überhaupt Generation von Berufsfrauen im Iran ausgebildet, mit einem bleibenden Impact, Auswirkung in der gesamten iranischen Gesellschaft bis heute. Innerhalb der Baha'i-Gemeinschaft hatten alle Baha'i-Frauen im Iran unter 40, waren 100% von ihnen Alphabeten, also das heißt, konnten lesen und schreiben. Im nationalen Vergleich waren es nur 15% der Frauen, die lesen und schreiben konnten. Und alle diese Bemühungen, auch auf Geschäfts- und wirtschaftlicher Ebene, haben das Land vorangebracht eigentlich. Higher education, other rights of citizenship, Baha'is, inspired by the same vision of their forebears, have attempted to establish creative means to ensure their survival. Haben immer wieder versucht, ihr Überleben zu etablieren, Geschäfte zu entwickeln zum Beispiel,
Baha'is Arbeitsstellen zu geben, Baha'is, welche ihre Stellen verloren haben, eben ihnen Beschäftigung zu gewähren. The Baha'is in Iran also were able to set up informal systems. Die Baha'is im Iran schafften es auch, informelle Systeme zu implementieren, um sich um die Elternmenschen zu kümmern, die ihre Renten verloren hatten, Kinder, die von den Schulen ausgeschlossen wurden. Denjenigen, denen höhere Bildung verweigert wurde. Und so haben sie ihre Art eigene offene Universität etabliert, um trotzdem diese höhere Bildung möglich zu machen. Und es war einfach ein Akt der des Selbstüberlebens. Aber abgesehen davon, dass sie sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmerten, haben sie weiterhin die Bedürfnisse ihrer Mitbürger wahrgenommen und versucht, denen zu dienen. Viele von ihnen wurden von der Regierung gezielt angegangen. Zum Beispiel die Verhaftung von 54 Baha'is im 2006, welche den unterprivilegierten Kindern das Lesen und Schreiben beibrachten wollten. Oder weitere im 2011, die verhaftet wurden, welche den Kindern Unterricht gaben, die gerade das Erdbeben überlebt hatten. All dies deutet auf eine Gemeinschaft hin, welche sich als stark erwiesen hat im Kontext von schrecklichen Situationen, bis heute überlebt. Und haben damit gezeigt, dass die Unterdrücker die Begegnungskonditionen nie diktieren durften. Die Baha'is haben ihren Glauben nicht verlassen, sind dynamisch geblieben, nach vorwärts gerichtet, lebendig und wollen weiterhin der Gesellschaft dienen. Sie wollen weiter ihre eigene Geschichte formen und haben diesen Titel des Opferdaseins abgelehnt. Bis heute sind sie eine lebendige Einheit und wollen weiterhin im Iran so tätig sein. Wir befinden uns zu einem faszinierenden Zeitpunkt, wo wir spüren, dass ein neuer Raum im Iran aufgeht. Wo der Iran nach einer Neuverhandlung der Bedingungen der Kontakte zur ganzen Welt am Angehen ist, zurückkehren möchte in die Familie der Nationen. Eine Herausforderung für unseren Teil der Welt, für die Reaktionen aller Nationen. Aber traurigerweise hat sich nur in den letzten Tagen gezeigt, durch den Sonderberichterstatter für die Menschenrechtssituation im Iran, hat sich gerade in den letzten Tagen erwiesen, auch von vielen Berichten, die aus dem Land kommen, dass dies nicht einen Wandel herbeiführt in der langjährigen Einstellung des Irans gegenüber dieser religiösen Minderheit. Und es ist nicht zu erwarten, dass ihre Situation sich verändert, sondern diese hat sich sogar verschlechtert seither. Was sollen wir also tun? Wir wollen etwas zumindest sicherstellen. Wenn uns die Rechte aller auf diesem Planeten, der Schutzlosen insbesondere, wichtig sind, den Unterdrückten, dann müssen wir darüber sprechen, andere informieren, müssen uns selbst bilden, informiert halten, damit wir sicherstellen können, dass die Menschenrechte und vor allem das fundamentale Recht der Religionsfreiheit, der Glaubensfreiheit nicht geopfert wird für politische Zwecke. Das ist schon zu oft geschehen in der Vergangenheit und das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. The
situation and future religious minorities in the Middle East. Die Situation und die Zukunft der religiösen Minderheiten im Nahen Osten und auch anderswo wird oft analysiert vor dem Hintergrund von geopolitischen, sozioökonomischen, historischen, kultureller Hinsicht. Die internen politischen Dynamiken in den Ländern, wo diese Minderheiten wohnen, werden analysiert. Das sind alles wichtige Ansätze. Und sie haben ihren Beitrag in den gegenwärtigen Diskussionen über religiöse Minderheiten und die Themen Religionsfreiheit. Aber wie ich in diesem Referat versucht habe zu zeigen, ist, dass es hilfreich sein kann zu bedenken, dass diese Herausforderungen im innersten Kern Auffassungen von Religion und seiner Rolle in der Gesellschaft bedingen. Gesellschaften, in welcher religiöse Minderheiten verfolgt werden, so wie im Iran, hier wird Religion oft als ein Identitätsmerkmal sehen, das sie trennt von den Ungläubigen. Religion ist statisch, buchstäblich, dogmatisch. Es geht darum, durch Religion exklusiven Zugang zur Wahrheit zu gewähren, Privilegien zu geben, zu kontrollieren, seine Ideale anderen aufzuoktroyieren. Und all diese sind nicht genügend, um Verfolgung zu schaffen, aber trotzdem auf dieser Grundlage entsteht Verfolgung. Was ich heute Abend wirklich herüberbringen möchte, ist, dass wir die Situation im Iran nicht vergessen. Perhaps what we really are talking about and what we really need to think about, worüber wir wirklich sprechen und denken müssen, sind diese zugrunde liegenden Annahmen, conceptions of religion, as well as reflecting on, dass wir Religionskonzepte überdenken, true religion and true religious life, und auch die Ideale von Religion, von wahrem religiösen Leben. Wie können Menschen befähigt werden, dass ihre Bedürfnisse gedeckt werden, dass sie miteinander leben können in friedlichen und gedeihenden Gesellschaften. Dazu sollte Religion führen. Und dazu möchte ich die Erfahrung von der Baha'i im Iran anbringen, wie sie auf Verfolgung reagieren. The power that conceptions of religion can have in motivating individuals and entire, die Macht, welche Religion haben kann, um Individuen und Gemeinschaften zu motivieren, dass sie konstruktiv beitragen möchten in der Gesellschaft, und zwar sogar unter den schlimmsten Umständen. Applaus